Willkommen zurück zu Licht und Finsternis. Es geht weiter. Wir befinden uns schon auf dem Weg Richtung Onyxberg, wo wir hier jetzt unsere ersten Schritte gemacht haben. Und ja, ich würde sagen, weiter geht's. Erstmal hier weiter, weil da oben scheint ja der Weg lang zu gehen. Mal schauen, was wir hier noch treffen. Okay, wer ist das? Erstmal hier durchkommen. Wie können sie sowas nur tun? Die Soldaten legen überall Fallen aus und bringen damit die armen Tiere um. Was für Fallen? Wenn man auf sie drauf tritt, gibt es einen lauten Knall und die Tiere sind tot. Das sind Sprengfallen. Der Orden hat sie schon seit vielen Jahren nicht mehr eingesetzt, weil es oft vorgekommen ist, dass Unbeteiligte zu Schaden gekommen sind. Und nun wollen sie damit Dämonen töten? Das nehme ich an. Wir müssen diese Fallen zerstören, Tiram. Ja, du hast recht. Wo sind diese Fallen? Ihr müsst einfach von hier nach Osten gehen. Da liegen sie überall herum. Wenn ihr sie wegmacht, gebe ich euch auch dieses Ding, was ich von einem Soldaten geklaut habe. Eine magische Hellebarde? Okay, da hat Victor schon Blut geleckt, sozusagen. Der Felsen sieht sehr brüchig aus. Okay. Brauchen wir da etwa wirklich nochmal eine Sprengfrucht oder so? Oder ist das jetzt einfach nur... einfach so dahingesagt? Wäre natürlich jetzt interessant zu wissen. Aber... wobei, er sagt ja ansonsten auch immer, da brauche ich das und jenes vielleicht. Ich denke mal nicht, dass hier irgendwas versteckt ist. Ja, ich sehe schon, am Boden sind ein paar komische Stellen, wie diese hier zum Beispiel vor mir. Ich vermute mal, dass hier diese Fallen versteckt sind. Aber ich kann nicht wirklich was machen. Und wenn ich reinlaufe... Falle entschärft. Ach so, okay. Ich musste echt drauflaufen? Tatsache. Ich hätte gedacht, das geht dann gleich irgendwie hoch oder so. Aber, ja gut, dann ist es natürlich nicht so schlimm. Dann machen wir das erstmal alles weg. Und diese Glocke und den Teich gucken wir uns auch gleich an. So, ich denke mal, das müssten alle gewesen sein. Schauen wir mal, was wir hier haben. Huch! Ein riesiger Dämonenlachs! Ich bin ein Wels. Ich verstehe das nicht. Das Bannfeld ist doch noch aktiv. Wie kommen die ganzen Dämonen auf die Oberwelt? Das frage ich mich auch. Ich weiß nur, dass es dieser grüne Licht ist, dass es dieses grüne Licht ist, das uns auf diese auf die Oberwelt bringt. Ja, das grüne Licht. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich gerade in meinem Fluss geschwommen bin. Plötzlich ist alles um mich herum grün geworden und schon bin ich auf der Oberwelt gewesen. Hier ist es zwar auch ganz schön, aber ich weiß nicht, wie ich meine Eier verteilen soll. Der See ist für mehrere Wälse ein bisschen zu eng. Wollt ihr mir helfen? Ich gebe euch dafür auch ein Geschenk. Wir sollen auch noch helfen, die Dämonen in unserer Welt zu verteilen? Der Fisch sieht doch friedlich aus. Ich finde, wir können ihnen ruhig helfen. Ja. Im Grunde schon. Hier habt ihr die Eier. Werft eines in jeden See und kommt zu mir zurück. Ach herrje, muss ich mal überlegen, wo wir überhaupt schon solche Teiche und ähnliches gesehen haben. Aber jetzt geben wir erstmal diese Frau Bescheid, dass wir die Fallen entschärft haben. Danke, dass ihr die Fallen entschärft habt. So, wir bekommen die Amethysten-Helbade und noch ein bisschen Erfahrung obendrein. Sehr schön. Jo, dann gucken wir mal zu Victor. Da hat er noch dieses Doppelblatt.
Und ja, okay, vom Schaden her ändert sich jetzt da eigentlich nichts. Es hat halt noch dieses Amethyst-Element. Aber ansonsten, ja gut, war es jetzt leider nicht so die Überwaffe, die ich mir erhofft hätte. Naja, was soll's. Ja gut, da rechts sind wir dann fertig. Ich denke mal nicht, dass wir hier irgendwo diese Eier verteilen sollen. Am ehesten schon hier unten vielleicht, ja. Genau, da wird es mir auch schon angezeigt. Na dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier weiter, wenn wir schon dabei sind. Gucken wir einfach mal. Sehe ich jetzt zumindest keinen See, aber auf jeden Fall einen Gegner. Und ja, Victor, sollten wir dann die nächste auch mal heilen. Ich glaube, ich mache erstmal diesen Hork weg. Die haben ja auch relativ fiese Angriffe drauf gehabt. Okay. Ja, und dann auf jeden Fall noch heilen. So, fällt natürlich dann wieder unter die Aufgaben von Alexil. Jo. Ach Moment, da sind wir ja falsch. Wir müssen ja... Oder? Nee, passt. Wir sind schon richtig. Genau, Himmelsregeln nutze ich doch immer so gerne. Und ja, endlich mal wieder... Mann, dass da auf Lier gesprochen wurde, kann sie überhaupt noch angreifen? Ja, aber wohl keine Spezialtechniken mehr ausführen. Ja, auf jeden Fall jetzt endlich mal wieder zum Aufnehmen gekommen. Es ist ja schon wieder ein ganzes Weilchen her. Aber zumindest, hier habe ich es jetzt mir mal wieder vorgenommen. Heute und... Ja, also ich denke mal, es wird auch nicht mehr allzu lange gehen, dieses Spielchen. Was wir danach im Anschluss machen, mal schauen. Aber ich hätte auf jeden Fall schon vor, mir nochmal sowas in eine Richtung zu geben. Vielleicht etwas, was jetzt nicht ganz so mega groß ist wie das hier. Aber ja, mal schauen, was es dann letzten Endes wird. Ich hätte da auch ein paar sehr interessante, ich sag mal, Horrorspielchen im Hinterkopf. Die halt ähnlich so gestaltet sind, also eben auch von... irgendwelchen einzelnen Leuten, die sich da reinhängen. Und ja, bis jetzt muss man sagen, sowas eigentlich ist sowas eigentlich echt toll gemacht. Also auch dieses Spiel hier gefällt mir sehr gut. Und wenn es dann vielleicht noch irgendwie interessante Grusel- oder Horrorelemente rüberbringt, das kann durchaus auch sehr interessant sein. Also gerade so Spiele wie Yp oder muss ich mal überlegen, was hat schon mal gespielt noch? Mad Faser und ähnliches, also es gibt wirklich da sehr tolle Perlen, muss man sagen. Leute, die da wirklich richtig, was rausholen. Mit diesen Möglichkeiten und auf sowas hätte ich auf jeden Fall auch mal richtig Lust. Mal schauen, wann es dazu kommt. Ich möchte jetzt natürlich erstmal dieses Spiel hier fertig bringen. Danach werde ich auf jeden Fall mein Augenmerk ein bisschen mehr auf Metro Last Light noch widmen. Was ja auch schon sehr lange jetzt wieder geht. Und erst wenn das dann auch mal abgeschlossen ist, werde ich mich neueren Spielen widmen. So ist zumindest momentan der Plan. Mal schauen, wie wir es dann am besten anstellen. So, jetzt können wir auch mal wieder ein bisschen Magie raushauen. Wir sind ja jetzt schon wieder hochgeheilt. Ach ja, ich vergaß. Lea hat ja noch diesen Zustand.
Aber ich muss sagen, die momentane Gruppe gefällt mir eigentlich. Haben wir noch irgendwas Schönes? Nö, wir bleiben beim Pfeil der Gerechtigkeit. So. Und dann sind auch die momentanen Gegner zum Glück keine Gefahr mehr, also auch mit diesen, auch mit diesen kleineren Zuständen wie vergiftet oder so, da komme ich ja noch zurecht, aber was ich halt hasse, ist dieser permanente Schlafzustand oder ähnliches, das kann ich so überhaupt nicht haben. Moment, wo gucke ich? Hier müssen wir rein. So, den greifen wir jetzt erst nochmal normal an. Ich möchte nämlich, dass Alexi noch genug Energie hat, aber müsste eigentlich passen. So. Ja, und jetzt geht es uns ja schon wieder ganz gut, würde ich sagen. Für den Hellbadenwurf, glaube ich, reicht das ja noch nicht, ne? Ja, 10 Energie. Okay, dann greifen wir nochmal an. Ich denke mal, so viel wird er auch nicht mehr haben. Gut, wunderbar. Da vorne haben wir schon wieder so eine Säule. Das gibt mir jetzt doch langsam ein bisschen zu denken. Andererseits, wenn es hier so viele gibt, ob das nicht dann wirklich nur Zierde ist, aber... Wenn er schon was dazu sagt, dann... kann das ja eigentlich nicht bedeutungslos sein. Ich glaube, ich werde echt nochmal irgendwie eine Sprengfrucht oder ähnliches kaufen und mich dann nochmal an diesen Zollen versuchen. Nicht, dass wir da jetzt irgendwas verpassen. Deswegen, jo, sind wir schon wieder hier. jetzt muss ich nur kurz überlegen, wo ich das kaufen kann. Ja, hier schon mal gar nicht. Wenn, dann hier unten. Schauen wir mal. Engelskraut. Sprenggefäß. Kleines Sprenggefäß. Jo, was anderes haben wir auch nicht. Probieren wir es mal. Nehme ich jetzt einmal mit. Ich denke, mehr wird sich jetzt auch nicht lohnen. Ich möchte es erstmal ausprobieren, ob ich da wirklich was machen kann bei den Säulen. So, da oben war ja auch schon gleich eine. Tatsache. Wir bekommen die Schriftrolle der Engel. Das will ich mir jetzt auch gleich mal angucken. Dann sind wir hier aber falsch. Gegenstände. So. Schriftrolle der Engel. Da hatten wir sowas schon mal? Ich glaube. Heilung. Ach, so viel Zeug hier. Unglaublich. Der Gesundheit. Der Engel. Nee, haben wir zum ersten Mal. Beliebt gesamte Gruppe. Sehr schön. Das ist natürlich, wenn es hart auf hart geht, sehr gut. Da können wir wirklich zwei Charaktere wiederbeleben. Und das ist mir diese Sprengfrucht allemal wert. Deswegen werde ich jetzt da noch schnell welche kaufen. Also waren die Teile doch nicht nur Deko. Zum Glück habe ich es ausprobiert. Sprenggefäß. Jo, gib her das Zeug. So, nehmen wir mal 6, 8, 7 Stück mit. Die sind ja nicht teuer.
Und dann gucken wir einfach mal, wie weit wir mit diesen Dingern kommen. So, das Ganze noch abspeichern und dann geht's weiter. So, jetzt nochmal kurz gucken. Da drüben, glaube ich, war ja auch noch eine Säule, oder? Nö, doch nicht. Ich habe mich geirrt, aber die Wand sieht auch nicht rückig aus. Okay. Gehen wir dann erstmal nach oben. Da war ja so eine Säule. Und schauen wir mal, was wir da bekommen. Eine Sprengschote. Mhm, okay. Hier entsprang vor langer Zeit ein Fluss. Lass dich von den vier Geistern auf seinen Pfad leiten und du wirst belohnt. Hier entsprang vor langer Zeit ein Fluss. Lass dich von den vier Geistern auf seinen Pfad leiten. Du wirst belohnt. Ob das was mit den Zollen zu tun hat oder mit... schieben kann ich hier auf jeden Fall nichts. Mal schauen, vielleicht finden wir noch heraus, was damit gemeint ist. Da hätten sich auf jeden Fall schon mal wieder eine Tempelprüfung. Schriftrolle der Gesundheit, sehr schön. Hier noch kurz den Bach füllen. Und dann, jo, machen wir nochmal unseren nächsten Gegner. Auch gemein, dass die immer den ersten Schlag haben. Aber naja. Wir können uns erheilen, zum Glück. Und ja, ein ganz schön zeitfressendes Gebiet, muss ich sagen. Also, wenn ich so auf die Uhr gucke, sind wir noch nicht sehr weit gekommen. Aber naja, das finde ich persönlich jetzt auch nicht schlimm. Ich meine, gut, wir hetzen ja jetzt nicht durch. Aber ich will halt auch alles mitnehmen, daher finde ich das zumindest für mich nicht so schlimm. Ja, wir werden währenddessen nochmal eine Heilung aussprechen. Und Lea kann die Klingenwelle machen, die war eigentlich immer sehr effektiv. Okay, Victor macht seinen Hellebardenwurf. Der war ja auch immer sehr mächtig. Und hat ja wirklich so ein bisschen die beste Waffe. So. Ja, man merkt, ich habe jetzt den letzten und diesen Part hier nehme ich momentan am Stück auf, deswegen bin ich jetzt auch mit dem Inventar so ein bisschen flotter. Ansonsten dauert das ja meistens gerne ein bisschen bei mir. So, für Lia reicht das noch nichts, dann greifen wir einfach nochmal an. Der Schaden ist ja nicht schlecht in meinen Augen, nur halten die vier hier doch ein bisschen noch was aus. Ja, die nehmen sich nicht viel. Also Alexil mit seinem Pfeil der Gerechtigkeit und Victor mit seinem Hellebardenwurf, die sind ja momentan richtige Haut drauf Typi. Auch wenn uns jetzt da die Energie ein bisschen ausgeht, aber das ist ja an sich auch nicht schlimm. Naja, ich denke mal, wir sind auch von den Gegnern so gut gerüstet, weil wir eben jeden mitnehmen. Das macht sich ja durchaus auch beim Level bemerkbar. Deswegen, ich finde, es darf auch ruhig ein bisschen einfacher sein, wenn man wirklich jetzt jeden Gegner mitnimmt. Soll er schließlich auch belohnt werden.
so, okay. Hier hätten wir alles. Dann würde ich sagen, probieren wir zumindest noch die Tempelprüfung. Könnte ja auch eine der letzten sein. Und dann, ja, sind wir auch schon wieder bald am Ende. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Du möchtest dich also der Prüfung stellen? Ja, das will ich. In diesem Schrein wird deine innere Stärke geprüft. Du musst alleine gegen den Schreinwächter antreten. Wenn du bereit bist, dann gehe einfach in den Keller. Oh, okay. Ich glaube, das will ich doch nochmal abspeichern, bevor ich da vielleicht irgendwie sterbe oder so. Das hört sich ja jetzt interessant an. Noch ziemlich bedrohlich. Oh, Primas, gib mir die Kraft, diesen Gegner zu überwinden. Okay, interessant. Also wirklich mal ein Kampf gegen diesen Schreinwächter. Sonst war es ja meistens immer irgendeine kleine Rätselaufgabe oder so. Hier einfach mal zu kämpfen ist natürlich auch sehr interessant. Jo, momentan können wir jetzt eh nicht viel machen, außer draufhauen. Und ein bisschen Magie uns ansammeln. Auch wenn der normale Angriff jetzt nicht gerade sehr toll ist, mal schauen, was wir hier in Spezialtechniken haben. Erlösung, Erlösung, okay. Das hört sich auch sehr toll an. Heiliges Licht. TP plus 333 alle. Oh, Selina hat aber auch tolle Sachen bekommen. Muss man sagen. Ich glaube, da will ich auch mal ein bisschen drauf hinsparen. Jetzt muss ich mir mal kurz gucken. Na gut, wir haben ja unsere Heilung zur Not. Ja, dann passt das schon. Ja, also es sollte eigentlich machbar sein. Das ist jetzt halt nur die Frage, wie lange wir jetzt gegen diesen Gegner brauchen. Aber solange er jetzt nichts anderes macht, sollten wir ihn eigentlich klein kriegen. So, jetzt haben wir 26 Energie. Jetzt gucken wir mal, was wir so alles haben. Erlösung. Wow, das ist toll. Macht wirklich allen Gegnern 250 Schaden, also kostet zwar viel Energie, aber sehr mächtig. Da kann sie ihre 12 Schaden stecken lassen. Als nächstes sollten wir uns dann vielleicht vorsichtig... Okay, wir brauchen uns nicht heilen. Heilen. Du hast die Prüfung bestanden. Dieser Streitkolben soll dir von nun an im Kampf gegen die Dämonen beistehen. Ich danke euch. Wir bekommen die heilige Kolbe. Ich weiß zwar nicht, warum Tiram mit dem Priester spricht, aber okay. Sehr schön. Nochmal eine vielleicht mächtige Waffe. Ich hoffe es. Gesegnete Morgenstern. Und der heilige Kolben, oh ja, der ist nochmal ein gutes Stück besser. Freue ich mich drauf. Und das ist, für mich auf jeden Fall durchaus nochmal so ein Anreiz, die Gruppe ein bisschen zu wechseln. Und ich würde sagen, wenn dann, Lea ersetzen wir mal. Und schauen wir einfach mal, wie das dann läuft. Ich bin gespannt. So, aber erst, ja, das nächste Mal. Ich hoffe, ihr seid schon gespannt, wenn es wieder weitergeht bei Licht und Finsternis.